Hallo, da sind wir wieder. Mit dem Floki, dem Weider und dem Smitty. Hallo. Heute auf unserem Missionszettel heißt es Megalosauren. Jo. Mit den Quetz geschnappt und ich will mal gucken, ob ich den aus seinen Träumen raus hinreißen kann hier. Oder ob ich warten muss, bis er aufsteht. Okay, ich konnte ihn weg. Oh, das sieht doch gut aus. Mal hier hoch. Er weiß gar nicht, er schleudert seinen Kopf hin und her, da weiß gar nicht, was los ist. Wenn ihr nur auch so aus dem Schlaf reißt. Na, bin ich auch immer schlecht gelaunt. Träumt noch ein bisschen und mit einmal hängst du da am Quetz und guckst ein bisschen sparsam. So. Ist das so genehm, ja, ne? Ja. Sehr gut. Da brauchen wir wahrscheinlich nur zwei. Guckst du gleich mal? Ich könnte mal gucken. Level 8, glaube ich, war es oder so. Ja, ja. Der sollte nicht viel brauchen. Und zwar, der hat 700 von 1,1. Also, das reicht schon, glaube ich. Der tickt jetzt noch hoch. Dann dürfte er gleich abstürzen. Ja. Oh, nee. 1060 von 1100 und der hängt noch. Muss doch mal. Ja, nicht getroffen. Mir hat nicht gezählt. Ja. Da liegt da rum. Das Nächtle, sag ich mal. Lump. So ein bisschen Hammel habe ich dabei. Reicht das mit Narkos? Das wäre noch mal zu wissen, ne? Ja, bestimmt, hä? Ich habe jetzt ausnahmsweise mal meine nicht dabei. Nee, brauchst du nicht. Der ist 46 Minuten betäubt. Und mit Hammel sollten wir 6 Minuten brauchen. Ja. Kannst gleich einen zweiten abgrapschen. An sich schon. Was haben wir jetzt? Das ist ein... Habt ihr schon ein Mädchen gesehen hier? Oder? Das ist ein Männchen. Was ist denn das hier unten? Männchen, direkt unter uns. Okay, wir brauchen ein Mädchen jetzt noch. Ja. Müssen wir mal tiefer in die Spalte vordern. Ich bleib dann gleich mal hier oben, ne? Auch Männchen. Oh, Megalania, da muss ein bisschen aufpassen. Hattet ihr schon eins gesehen? Nee, noch nicht. Da sind wir noch nicht reingeflogen. Wir hatten nur gewartet. Was ist schon oh, Level 100. Das ist natürlich auch männlich, aber der ist schon fast zum Kampf. Hier bereit. Ist einer Level 5. Oh, das war ja perfekt. Da liegen aber zwei nebeneinander. Hier muss man am besten hier oben drüber. So. Die, die jetzt näher zu mir liegt. Okay. Ja. Ist das Mädchen? Hast du verfehlt? Gut, Drop. Geht nicht, oder was? Der will den gerade nicht. Soll ich ihn aufwecken, oder was? Nee, nee. Nee, anscheinend geht das wirklich nicht. Du warst ja dran. Aber ich hab ihn ja gerade aufgeweckt. Jetzt ist er wach. Jetzt habe ich noch. Ist er der Richtige? Muss ich dir mal kurz an den Arsch gucken? Warte mal. Ausnahmsweise. Ja, das ist. Passt. Okay. Ja, die anderen würden jetzt auch gleich aufwachen irgendwann. Müsste ja bald sein. Stimmt, in der Tat. Das ist ja meistens so 8, 7, 7, 8. Weil die wachen ja dann auch auf, wenn sie betäubt sind, ne? Ach ja, stimmt. Wollte ich nochmal eben anmerken. Oh, ja. Also normalerweise, ich weiß nicht, sieht's aus. Eigentlich schon. Ich würde einfach mal warten mit ihm hier, bevor er den vom Hintern schießt. Ja, okay. Wann? 20 Uhr oder was? Ja, so in dem Dreh, meistens um 20 Uhr rum. Echt, das wir haben 19.59 Uhr. Ja, vielleicht wachen sie gleich auf. Wo ist mein Vogel? Mein Vogel. Schnell. Richtig, boah, der ist nur ein Fünfer. Ne, ein Achter. Vielleicht schläft er aber auch durch, weiß nicht. Also früher war das mal so, das ist richtig. Hast du recht, hab ich ganz vergessen. 20.05 Uhr, was? Wie viel, vielleicht auch erst um 20.30 Uhr, wie viel braucht er denn zum Essen? Wie lange? 40, er hat jetzt 40%. Zweimal fressen noch.
Also schon noch ein bisschen. Im Notfall müsste man die Flinte in der Hand nehmen und mal drauf schießen. Da wird ja nur ein, zwei Schuss brauchen und liegt er ja wieder. Ja. Im Notfall muss halt der eine oder andere ihn abschießen. Im absoluten Notfall. Nö, das kriegen wir. Selbst wenn er aufwacht, kriegen wir schon mal hin. Ich weiß noch nicht mal. Es war immer um die Zeit. Meines war zwischen irgendwann... Ja, kann auch 20, 30 oder so gewesen sein. Ja. Was jetzt nur nicht, wird es ja nicht dunkel, wie es jetzt hier so verhält. Jetzt, ja, da ist er. Oh, ja. Da hat er dich. Ist ganz zufrieden mit dir, Weile. Oh, er macht doch ganz schön Schaden, ey. Ja, bin gleich tot. Ja, ich... Wow, fuck. Oh, mein Gott. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt steckt er ein paar mehr Schuss ein. Ja, ja, wenn die nachts, da nimmt auch nicht so viel Schaden. Nein. Ich bring gerade den anderen weg, ich komme sofort. Und ich wollte dich jetzt nicht bei dir fallen lassen. Scheiße. Ich habe auch nichts zum Killen dabei, ne? Aber so gar nichts. Ich bin auf dem Weg. Er liegt. Betäubt oder was? Ja. Wo liegt er? Ach, da liegt er. Okay. Muss mal aber das Vogel wegbringen, der ist ein bisschen angeknabbert. Ich komme. Elias, so hinter dir schon. Ja, jetzt ist er gezähmt. Was der Geier, warum? Naja, der hat noch das Fleisch und naja. Ja, wahrscheinlich, deswegen, naja. Nee, ich musste neues reinlegen. Das Fleisch war dann weg beim Aufwachen. Ah, okay. Aber ich hatte Gott sei Dank nicht allzu viel reingeknallt. Ja, ich hatte auch schon was rausgenommen für den zweiten. Also in meiner Leiche dürfte auch noch was drin sein. Leiche. Ich glaube, der hat nichts übergelassen von dir. Weiß ja nicht, aber ich hoffe mal ein paar Klamotten. Du holst den anderen schon wieder, nehme ich an, ne? Ich hab den anderen dran klemmen, jo. Das ist ja schon wieder ganz schön dramatisch hier mit euch. Jetzt schießt du zweimal drauf, schießt du zweimal drauf. Ja, waren halt dann zehnmal, aber... Ja. Ist doch nichts passiert, das außer dass einer gestorben ist. Ja. Ja, ist gut. Bleib ruhig hier, Biest. So. Ja, ich geh gleich los. Und das habe ich, obwohl ich echt mal eine fette Rüstung habe. Na gut, wenn er nicht das schnappt, dann macht er ja 80 Schaden, ne? Das ist, Ja, das ist gar nicht wenig. Für so ein Mini-Teil, ey. So, wenn ich euch jetzt nochmal wiederfinden würde. Ja, du wirst, ich wollte gerade sagen, du siehst gleich die Zahl vielleicht schon. Oh, Mann. Ich denke da mal, muss ich nochmal die Seite wechseln. Ey, drei Schüsse, keiner hat gezählt. Nee, du musst nochmal die Position verändern. Das geht irgendwie gar nicht gerade. Nummer 5. Jetzt durfte ich mal eintreffen, ja. Die sollten eigentlich auch Kopfschüsse nehmen. So, mit der Eule ist man doch ein bisschen fixer unterwegs, muss ich mal sagen. Ich hoffe, der wacht jetzt nicht auch gleich wieder auf, dann frisst er jetzt mich in dem Falle. Nein, nein, das ist nur wirklich einmal, wenn sie aufwachen. Ja. Oh, jetzt hab ich... Jetzt hast Na gut, du? Kein Wunder, dass er die aufgefressen hat. Jetzt habe ich den männliche Biest genannt. Also von wegen so, ne, zickiges Biest. So. Dein Hulk steht hier hinten übrigens, ne?
Doch, ist er noch da. Der ist weggelaufen vor Angst. Hab ich mit meinem Leben. Rex kommt. Wie Rex kommt? Rex kommt, da hinten kommt Rex. Ja, dann lass ihn doch kommen. Ich wollte es dir nur mal sagen. Hat denn der für ein Level? 55. Weibchen. Kommt der denn her, der Arsch? Weiß nicht, eigentlich ist hier hinten sowas kaum. Nicht. Oh, Gott sei Dank. Lebt hier noch alles, ja, ne? Ja. Rex kommt. An meinem Mutter hatte ich nämlich auch Flea Danger eingestellt. Oh ja, okay, das war sehr sinnvoll, sind sie auch bestimmt hingewiesen. Weil ich ja eigentlich davon ausgegangen bin, dass der seinen Sender hat und ich den dann irgendwann mal wieder finden würde vielleicht, aber die irgendwie... mit den Sendern, das ist so ein kleines Problemchen. Irgendwie nach Server-Neustart und sowas sind die Sender irgendwie weg. Ja, ist auch ein bisschen doof. Aber ich glaube, das Problem war schon mal, obwohl ich dachte, es wäre in der Zwischenzeit mal behoben, aber... So, ja, den einen, den schlotze ich schon mal rein hier, ne? Da ist der schon mal weg. Und so relativ safe wahrscheinlich. Bevor wieder irgendwas in die Hose geht mit euch. Und ja, ab und zu auch mal vor. Charlotte. Weg ist er. Obwohl der Rex herkam, ist eine gute Frage. Warum er genau hierher kam? Ja, vor allem, weil er ja in der Stadt gar nicht allzu viel zu suchen hat. Ne? Ja, eben. Eigentlich ist ja kaum was. Vor allem gerade hier in die Gegend ist er eher so ein bisschen ruhiger. Enforcer. Ja, der ist ja schick. Der ist wirklich schick. Level 55. Altmetall rausgeprügelt. So, was ist denn mit dem Kollegen jetzt? Der ist ja so bei der Hälfte. Der Jutste, wo ist denn der Loot Drop runtergekommen? Kann ich doch bestimmt mal kurz gucken, was der für eine Farbe hat. Ganz auf der anderen Seite, ne? Rechts. 90 Grad rechts. Jetzt 90 Grad links. Da ist ja aber, jetzt geradeaus. Ich weiß nicht, ob das der alte ist, der da hinten ist. Nee, das ist der alte. Das ist der, der da vorhin runtergekommen ist. Ich hab da von oben, von hier aus runterkommen sehen. Ja, ehrlich. Sag da. Na gut, Weide, ich glaub dir selbstverständlich. Ohne zu fragen. Ja. Widerspruchslos. Gucken, ob ich hier noch einhole mit der Eule. Wahrscheinlich schon. Und? Bin noch zu weit weg. Weil er auch hinter so einem blöden Hügel ist. Und jetzt hinter Gestrüpp. Oh, das ist ein gelber, glaube ich. Jo, das wäre ein gelber. Flieg nicht so dicht dahin. Steht da gar keine Farben dran. Doch, da, ja. Ja, sieht gelb aus. Hast recht. Hier fliegt ein Gaspekt durch die Gegend. Den, steht auf unserer Liste ganz oben. Ja, werde ich schon mal vorbereiten jetzt gleich, wenn es das gutste Megalosaurenweibchen da mal fertig ist. Boah, einfach fressen. Fertig. Ja. Bin auch gleich wieder da. Schlotzen wir den auch noch rein. Bringen wir mal zur Base. Und lassen sie schon mal ein bisschen was knüppeln. Wir brauchen Kibbel.
Wir haben auch schon wieder Schlafenszeit eigentlich. Die mega los? Ja, ist ja schon wieder 6:30 Uhr morgens. Oh, ganze Nacht hier durchgeknüppelt. Keiner hat's gemerkt. Nicht dunkel wird. So. Hast du dich auch gleich hingelegt? Oh, na klar. Voller Sack, kann ich den hingelegt auch gleich rein? Scheint so. Den kann ich auch im Schlaf einpacken. Sehr gut. Oder auch nicht. Oder auch nicht, doch. Ja, doch. You froze Megalosaurus. Gut, ab nach Hause. Alles eingepackt, was wir brauchen. Und ab zum Loot. Und ab zum Loot. Was kriegen wir jetzt hier aber nicht mehr reingepresst, ne? Nein. Weil wir den Weg nach Hause allein. Ja, das stimmt. Ein paar Minuten bräuchten. Und dann müssen wir auch wieder zurückfliegen. Jupp. Also? Der Quetz ja jetzt auch nicht unbedingt der allerschnellste ist. Das stimmt wohl. Da gebe ich dir recht. Bin ich schon gar nicht mehr. Was denn, Quetz? Ja. Siehst du, wie schnell ich bin. Quasi unsichtbar. Oder ich bin einfach einen anderen Weg eingeschlagen. Das kann natürlich auch sein, selbstverständlich. Gut. Ja. Machen wir mal Schluss. Machen wir mal Schluss. Ein bisschen kürzer heute, aber den langweiligen Nachhauseweg wollen wir nicht nochmal antun. Mhm. Dann vielen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Ark Extinction. Oh, was ist denn das Schönes? Wenn wir den Loot Drop machen. Oh, hier sieht es auch schön aus. Hier könnten wir auch mal bauen, aber egal. So, bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis denne. Ciao. Tschüss.